Es war einmal eine Nussschale, die wollte aufs Meer hinaus. Die Menschen lachten und glaubten, die Floten würden sie verschlingen. Aus der Mission Impossible wurde eine sagenhafte Erfolgsstory. Ihr Name Intershop. Von Jena aus startete der Siegeszug. Die Software für E-Commerce und Internetanwendungen schlug ein wie eine Bombe. Unaufhaltsam eroberten die Thüringer die Märkte. Intershop hatte die Entwicklung richtig eingeschätzt, legte ein rasantes Wachstum hin. Großaufträge, Lizenzhandel, Dependancen, Börsengang. Intershop machte hierzulande den Onlinehandel mit Waren aller Art hoffähig. Jetzt wurde das Unternehmen auch international ernst genommen. Aggressiver Expansionskurs. Aus der Nussschale war ein richtiges Schiff geworden. Ständig wurde es größer. Amerika war das Ziel, San Francisco. Schnell begriffen die Intershopper die Marktregeln, waren schon in die Führungsriege des weltweiten E-Commerce vorgestoßen. New York, Hausmesse. Was hat Intershop, was die Konkurrenz nicht hat? Der Andrang von Fachbesuchern riesig. Ergebnis? Die Intershopper haben den wichtigsten E-Commerce-Markt erobert und sich international als Nummer 3 etabliert. Erfolg auf der ganzen Linie. An vorderster Front des Marktes tätig zu sein, ist, glaube ich, für jeden spannend. Und es ist eigentlich jeden Morgen so, dass man gar nicht abwarten kann, zur Arbeit zu kommen. Und das, glaube ich, ist nicht in jeder Firma so. Aus dem Großen war ein mächtiges Schiff geworden. Und bald geht es daran, den fernen Osten zu erobern. Intershop, ein Märchen, das tatsächlich stattfindet.